Menschen, denen du wirklich etwas bedeutest, zeigen es dir auch. Wolltest du immer schon wissen, woran du jene Menschen erkennen kannst, die hundertprozentig auf deiner Seite sind? Viele sind zwar mit von der Partie, aber wirklich am Herzen liegst du ihnen nicht. Diesen wichtigen Unterschied erkennst du meistens nur, wenn es hart auf hart kommt. Aber nicht jeder Mensch, der es gut meint mit dir, zeigt dir seine Zuneigung und Unterstützung klar und deutlich. Manchmal weisen uns nur sehr subtile Hinweise den Weg und diese möchten wir dir in unserem heutigen Video vorstellen. Woran du erkennen kannst, dass jemand echtes Interesse an dir hat und vielleicht sogar Gefühle für dich hegt, das verraten wir dir in unserem jetzigen Beitrag. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Deinetwegen geht man Kompromisse ein und bringt Opfer. Was wir anderen Menschen bedeuten, erkennen wir an ihren Taten, nicht an ihren Worten. Wenn jemand deinetwegen Kompromisse eingeht oder vielleicht sogar auf etwas verzichtet, was ihm wichtig wäre, ist das ein deutliches Signal. Du bist diesem Menschen wichtiger und das zeigt es dir auch. Man ist sogar bereit dafür, Einbußen und Nachteile hinzunehmen. Hier sind ziemlich sicher Gefühle im Spiel, die weit über eine Freundschaftsanfrage hinausgehen. Wer das Glück eines anderen über das eigene stellt, beweist Integrität und Selbstlosigkeit. Und ja, wahrscheinlich ist auch Liebe mit dabei. Nummer 2. Du bekommst alles, was du brauchst. Wenn ein Mensch buchstäblich Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um dir zu Diensten zu sein, ist auch das ein gutes Zeichen. Wir bemühen uns nicht um Menschen, die uns egal sind. Wer hingegen unser Herz erobern und eine Rolle spielen will in unserem Leben, für so jemanden ist uns kein Weg zu weit und kein Preis zu hoch. Achte gut darauf, wer sich darum kümmert, dass du alles bekommst, was du möchtest oder brauchst. Wir nehmen solche Hürden nicht grundlos in Kauf und wir achten besonders auf Menschen, die auch für uns jemand Besonderes sind. Nummer 3. Deine Hilferufe bleiben nie ungehört. Auf wen kannst du immer bauen, wenn du mal Hilfe brauchst? Wer ist immer mit Rat und Tat zur Stelle und lässt dich garantiert nicht hängen? Hilfsbereitschaft ist sozusagen ein todsicheres Indiz dafür, dass man jemandem viel bedeutet. Sie oder er könnte die Vorstellung nicht ertragen, dass wir auf uns allein gestellt und ohne Schützenhilfe sind. Du wirst im Laufe deines Lebens immer wieder feststellen, dass echte Hilfsbereitschaft dünn gesät ist. Menschen, die dich diesbezüglich nicht enttäuschen, sind daher echte Freunde, vielleicht sogar ein wenig mehr. Nummer 4. Deine Ticks und Macken liebt man ganz besonders. Wer einen Platz in seinem Herzen für dich reserviert hat, mag alles an dir. Deine Imperfektionen machen dich in seinen Augen erst perfekt. Und jede noch so nervige Angewohnheit, die andere stört und dich selbst vielleicht am allermeisten, wird als besonders liebenswert erachtet. Menschen, die uns wohlgesonnen sind, mögen alles an uns. Fehler sind Special Effects und jede noch so dumme Macke wird als Zugabe gewertet, die das Gesamtpaket nur noch attraktiver macht. Nummer 5. Dein Wohlergehen hat oberste Priorität. Achte auf Menschen, die dein Bestes im Sinn haben. Das müssen nicht immer großzügige Gönner und spendable Mäzene sein. Oft sind es Leute in deinem Umfeld, die sich nach deinem Befinden erkundigen oder sicher gehen wollen, dass du gut nach Hause gekommen bist. Es gibt viele Arten, Zuneigung zu demonstrieren. Die Rückversicherung, dass es dem einen Menschen an nichts fehlt, der das eigene Herz höher schlagen lässt, ist nur eine davon. Ein simples "Wie geht es dir?" kann manchmal ein verborgenes "Ich liebe dich" sein. Nummer 6. Dieser Mensch steht immer hinter dir. Lass die Finger von Leuten, die dich öffentlich kritisieren oder dir vor versammelter Mannschaft in den Rücken fallen. Niemand, auch keine Partnerin und kein Partner, sollte dich derart bloßstellen. Man kann Kritik anbringen, aber niemals öffentlich. Menschen, denen du wirklich wichtig bist, schließen nach außen hin die Reihen mit dir.
Sie stehen hinter dir, verteidigen dich und tun alles, um deinen guten Ruf zu wahren. Erweist sich jemand als unhöflich oder unfair dir gegenüber, wird dieser jemand alles in seiner Macht Stehende tun, um deine Reputation zu schützen. Nummer 7. Für dich hat man immer Zeit. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Menschen, die dich mit "Ich habe leider keine Zeit" abspeisen, haben kein Interesse. Dieser Wahrheit ist nichts hinzuzufügen. Wir alle haben Zeit für das, was uns wirklich interessiert. Dazu zählen auch und vor allem Menschen, die uns am Herzen liegen. Lass dich nicht für dumm verkaufen. Wende dich lieber jenen Zeitgenossen zu, die immer eine freie Minute für dich erübrigen können. Sie tun dir diesen Gefallen gerne, wahrscheinlich, weil sie auch dich sehr gerne haben. Nummer 8. Alles ist wichtig, nichts ist egal. Nicht nur der Teufel steckt im Detail, auch die Liebe ist dort anzutreffen. Wer sich jedes noch so erstaunliche Detail über dich und dein Leben merkt, tut das nicht grundlos. Alles, was du einmal erzählt oder erwähnt hast, scheint für diese Person von großem Interesse zu sein. Und das bedeutet, dass auch du ihr nicht egal bist. Menschen können hören, aber sie hören nicht immer zu. Meistens warten sie nur darauf, bis der jeweils andere Luft holt, um das Gespräch an sich zu reißen. Achte daher ganz besonders auf all jene mit einem fantastischen Gedächtnis für Details. Unser heutiges Fazit: Schau genau, nur so erkennst du, wer wirklich auf deiner Seite ist. Menschen sind manchmal selbstsüchtig und berechnend, aber sie lassen sich Gott sei Dank auch recht schnell in ihre gezinkten Karten schauen. Sei ruhig wählerisch und vorsichtig mit jenen, die du in deinen inneren Kreis einlädst. Nicht jeder an deiner Seite ist auf deiner Seite. Den feinen, aber entscheidenden Unterschied erkennst du an den 8 Verhaltensweisen, die wir dir in unserem heutigen Video vorgestellt haben. Echtes Interesse, Zeit, Loyalität und Opferbereitschaft sind keine Selbstverständlichkeit. Wer diese Tugenden in die Waagschale wirft, um dich damit zu unterstützen und für dich da zu sein, meint es ehrlich und gut mit dir. Solche treuen Freunde und Wegbegleiter sind echte Raritäten, unbezahlbar und durch nichts zu ersetzen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!